Wir starten ein neues Projekt in Advanced Design und können hier direkt die Draufsicht aktivieren und die Arbeitsebene entsprechend anpassen. Zur einfacheren Modellierung haben wir im Programm die Möglichkeit, ein Raster zu definieren. Hierzu müssen wir nur drei Punkte angeben: einmal den Ursprungspunkt und dann jeweils einen Punkt in beiden Richtungen auf beiden Achsen. Dann brauchen wir die Arbeitsebene noch nicht mehr und können die einzelnen Abschnitte des Rasters im Eigenschaftenfenster editieren. Wie Sie hier sehen, gibt Ihnen das Programm mehrere Möglichkeiten für Erstellung von Abschnitten in beiden Richtungen. Sie können beliebig viele definieren, je nachdem, was für ein Bauwerk Sie haben, was für einen Grundriss Sie haben. Können Sie hier beliebig viele Abschnitte definieren und nach dem Bestätigen sehen Sie dann, dass das Raster automatisch angepasst wird. Die Schnittpunkte dieses Rasters werden wir als Fangpunkte für unsere Bauteile benutzen, die wir dann in wenigen Minuten modellieren. Wir können damit auch schon anfangen und machen dafür einen Rechtsklick auf Tragwerk und generieren somit ein neues Subsystem, einen neuen Unterordner. Wir können dafür auch F6 benutzen. Als erstes beginnen wir mit unserem Kellergeschoss. Im Programm haben Sie außerdem auch eine Möglichkeit, eine Höhe zuzuweisen, eine Ebenenhöhe zuzuweisen. Das hat den folgenden Hintergrund für alle Elemente, alle vertikalen Elemente, die in diesem Ordner Kellergeschoss definiert werden, bekommen automatisch diese Höhe zugewiesen, die wir hier bestimmt haben. Und wir müssen im Nachhinein nicht mehr für einzelne Elementegruppen die Höhe neu definieren. Dann können wir auch schon einen neuen Unterordner für unsere ersten Elemente definieren, nämlich für die Stützen. Und wählen hierzu das vertikale lineare Element an. Im Eigenschaftenfenster haben wir die Möglichkeit, unseren Querschnitt anzupassen. Entweder kann es direkt hier eingegeben werden oder Sie haben auch die Möglichkeit, das entsprechende Icon anzuwählen und dann hier in diesem Fenster nach dem Typ suchen, den Sie brauchen. Und je nachdem haben Sie dann die Möglichkeit zur Editierung des Querschnitts. Dann bleibt nur noch der Schritt, dass wir unsere Stützen definieren, platzieren. Wie gesagt, wir nutzen hierzu die Schnittpunkte unseres Rasters. Und Sie werden hier sehen, dass es ziemlich einwandfrei, ziemlich komfortabel funktioniert. Per Klick haben wir dann auch alle Stützen definiert, die wir für unser Kellergeschoss brauchen. Wie es hier ganz schön zu sehen ist. Und Sie sehen auch, dass sie alle die gleiche Höhe haben. Abhängig von der Höhe des Kellergeschosses. Des Kellergeschosses in dem Fall waren es 2,4 Meter. Ähnlich gehen wir auch bei den Flächenelementen, das heißt bei den Wänden vor. Wir definieren auch für die Wände einen neuen Unterordner und wählen dieses Mal das vertikale Flächenelement. Und im Eigenschaftsfenster haben wir dann wieder zahlreiche Möglichkeiten, unser Element zu editieren. Und können auch schon mit dem Konstruieren starten. Wir müssen einfach nur Anfangs- und Endpunkte für unsere Wände angeben. Oder sehen Sie, dass ganz schnell und einfach die Wände konstruiert sind. Das waren die Innenwände. Jetzt machen wir mit den äußeren Wänden weiter, mit Außenwänden. Auch hier nutzen wir wieder dann die Linien bzw. die Schnittpunkte unseres Rasters. Und Sie sehen, dass das die Arbeit viel leichter macht. Bei der nächsten Wand gehen wir anders vor, weil wir hierfür keinen Punkt definiert haben. Deswegen machen wir hier Folgendes. Wir geben hier Koordinaten ein für die Wand.
Und dann haben wir auch schon den Punkt bestimmt und können die Wände miteinander verbinden. Dann haben wir noch nur noch die letzte Wand, die wir definieren müssen. Und schon können Sie sehen, dass wir alle vertikalen Elemente für unser Kellergeschoss ganz komfortabel konstruiert haben.